Hallo, hier ist dein Pierre Frank. Die Opferrolle verlassen. In dieser Folge zeige ich dir, wie du überhaupt erkennen kannst, ob du in einer Opferrolle bist und natürlich auch, wie du erkennen kannst, ob jemand anderer vielleicht in so einer Opferrolle sich befindet. Und dann zeige ich dir die Vorteile einer Opferrolle. Aber natürlich auch die Nachteile. Und dann kannst du frei entscheiden, ob du in der Opferrolle bleiben möchtest oder ob du gerne lieber in die Täterschaft, also zum Schöpfer werden möchtest. Und wenn du das möchtest, dann zeige ich dir auch, wie du es schaffst, tatsächlich mehr Eigenverantwortung und mehr dein Leben selbst in die eigene Hand nehmen kannst. Also, die Opferrolle. Klar. Erst einmal, wie erkennen wir eigentlich so eine Opferrolle? Also wie erkennen wir eigentlich, ob jemand anderer sich gerade in so einer Opferrolle befindet? Nun, wenn jemand sich als Opfer betrachtet, dann gibt es meistens vier Merkmale, wo wir ziemlich gut sehen, da befindet er sich. Also, eins davon ist zum Beispiel, wenn jemand ständig irgendwelche Ausreden findet oder er hat dauernd Ausreden. Ich konnte nicht kommen, weil das Wetter so schlecht war. Ja, das konnte ich leider nicht rechtzeitig machen, weil meine Familie, und da musste ich mich darum kümmern. Also es gibt immer unglaublich viele Weils. Es gibt tausend Gründe und die liegen nie bei einem selber, sondern immer in den Umständen, die da gerade draußen passieren oder die einem passiert sind. Das zweite ist, es ist jemand, der gerne Schuldzuweisungen anderen sozusagen aufbrummt. Also das ist ja unmöglich, ich kann gar nichts dafür, aber ich kann nichts dafür. Also zum Beispiel, ich habe einfach kein starkes Selbstbewusstsein, meine Eltern haben mich nie geliebt und nie gemocht, wie soll ich denn sowas entwickeln? Ja? Also da gibt es eine Schuldzuweisung zu den Eltern, die sind schuld. Oder ja, das hätte ich schon gerne auch anders, aber das geht ja gar nicht, denn mit meiner Kindheit oder mit meiner Jugend oder mit diesem Partner, den ich da hatte. So, also wir lagern ständig Schuld aus, dann sind wir auch ganz gerne in der Opferrolle. Wir können nichts ändern, weil die Situation ist ja so. Meine Vergangenheit ist ja so. Okay, der dritte Punkt ist, Menschen, die in der Opferrolle sind, zeigen ganz gerne Selbstmitleid. Ja, ich arme, ah je, das Leben ist ja so schlecht zu mir. Und sie erwarten dann immer, dass wir diese Menschen trösten, dass wir für sie da sind, dass wir sie streicheln, dass wir sie aufbauen, dass wir sie ermuntern. Genau genommen ist da ein kleines Kind. Wenn wir als Kind gelernt haben, wir haben einen Fehler gemacht oder es ist uns irgendwas Schlimmes passiert und wir wurden getröstet, dann möchten wir bitte schön da bei dieser Rolle bleiben. Dann wollen wir auch weiterhin getröstet werden. Das ist ganz schön. Dann haben wir Zuspruch von anderen. Ganz oft übernehmen dann auch andere auch noch irgendwelche Aufgaben, die ich gar nicht machen muss. Also auch daran erkennen wir jemanden, der gerne im Selbstmitleid versinkt und immer wieder sagt, oh, das Leben ist so gemein zu mir, das Leben ist so schlecht. So, dann ist jemand in seiner Rolle, kennen wir alle. Und letztendlich ist das nichts anderes als auch eine ganz klare Opferrolle. So. Und vierter Punkt ist, woran du erkennst, ob jemand in der Opferrolle ist, wenn er Dinge gerne persönlich nimmt. Also, du fährst Auto und jemand schneidet dich. Oh, wie kann der das wagen? Oder da passiert irgendwie etwas, zum Beispiel im Beruf, hat gar nicht direkt etwas mit dir zu tun, aber du, oh Gott, das ist eine Unverschämtheit. So, auch da sind wir ganz gerne in der Opferrolle, weil wir ja gar nicht Macht über unsere Emotionen haben. Irgendetwas passiert und sofort sind wir jenseits unserer Emotionen. Und bei diesen vier Punkten, ja, vielleicht erkennst du da auch schon ein bisschen dich selber, vielleicht hast du auch den einen oder anderen Punkt. Ich sage nämlich gleich, wir, auch wenn wir glauben, dass wir, nein, ich bin kein Opfer, wir rutschen alle immer wieder ganz gerne in so eine Opferrolle hinein. Auch ich ertappe mich immer wieder, dass ich mal so irgendwie so abtauche in so eine kleine Opferrolle und dann muss ich immer schmunzeln. Bei mir zum Beispiel, ich ertappe mich dann, wenn ich eine Ausrede habe. Ich hätte es ja gerne gemacht, aber es ging ja nicht, weil es regnet gerade oder. Ne? Also so, und dann muss ich immer überlegen, ach so, ja, genau. Also, und da sind wir auch schon die Vorteile von so einer Opferrolle. Klar, einmal,
Es ist bequem. Ne? Also wir brauchen unsere Komfortzone nicht zu verlassen. Wir dürfen so bleiben, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verändern. Das ist halt so. Ich kann ja eh nichts dafür. Ich muss nichts selber tun. Ich kann das gar nicht selbst in die Hand nehmen, weil die Schicksale laufen gerade so. Und was soll ich da machen? Das heißt, es ist ziemlich bequem, in der Opferrolle zu sein. Ja. Kann ich sitzen bleiben, müssen andere was tun, ich kann eh nichts ändern. Klar, den zweiten Vorteil haben wir auch schon darüber gesprochen. Klar, Trost und Mitleid von anderen Menschen zu bekommen, ist natürlich klasse. Ne? Oh, du Armer, ja, oh je, komm her, ich mach dir jetzt einen Kakao. Oh ja, genau, bisschen Seelenernährung wäre ganz gut, ja, genau. So, und da siehst du schon, wo wir uns befinden. Ne? Also, fühlt sich gut an, da ist jemand, oh, der kümmert sich um. Bisschen die Mutter, ne? Die kümmert sich jetzt um dich. Genau, der Papa, komm, das regeln wir schon. Ah, ja. So, und klar, hat einen großen Vorteil. Fühlt sich ganz gut an, wenn jemand da ist, der für uns sorgt. Was gibt es noch für einen Vorteil? Ist ja klar, wir müssen keine Verantwortung für unser Leben übernehmen. Das ist ja klasse. Wenn wir Opfer sind, entschuldigen wir bitte, dann bin ich ja nicht schuld. Ne? Also, dann sind ja alle anderen schuld. Bitteschön, also dann kann ich ja nichts ändern, dann ist es auch nicht in meiner Verantwortung, sondern wenn der das so macht oder die das so gemacht hat, bitteschön, also ist nicht meine Verantwortung. Und ist natürlich prima, weil wenn ich keine Verantwortung habe, kann ich auch nicht irgendwie bestraft werden oder gerügt werden. Hat einen großen Vorteil. Und dann hat es natürlich noch einen weiteren Vorteil, wir mögen eigentlich gar nicht so gerne Entscheidungen treffen. Also brauchen wir da auch keine Entscheidung treffen. Wo soll meine Reise jetzt hingehen? Ich habe keine Ahnung, ich kann eh machen, was ich will, weil alles, was ich mache, läuft eh schief. Oder die Welt ist ja so schlecht und jetzt in dieser Zeit brauche ich gar nicht erst anfangen. Dann bin ich ja auch in der Opferrolle, also muss ich mich gar nicht entscheiden, in eine Richtung zu gehen. Oder ich muss gar nicht entscheiden, eine neue Vision aufzubauen oder ein Ziel zu haben oder umzuziehen. Oder nee, kann ja eh nichts machen. Bin ja eh ein hilfloses Häschen. Ich übertreibe jetzt, aber die Opferrolle sagt nichts anderes. Ich bin hilflos. Die Umstände sind schuld. So. Das sind also aber die Vorteile. Also es ist bequemer und alle anderen sind schuld. Das heißt, du bist eigentlich nie schuld. Das ist ganz prima. Du bekommst Trost und Mitleid von den anderen. Und dann ist noch das Beste, du musst nicht einmal irgendwie große Entscheidungen treffen. Dann heißt das nämlich auch, du kannst nichts falsch entscheiden. Das ist ja auch prima, das entlastet ja auch. So. Also da sind wir jetzt bei den Vorteilen. Wir können uns natürlich auch die Nachteile betrachten. Und die Nachteile sind natürlich schon gravierender. In meiner Sicht. Also einmal ist es natürlich so, wenn wir Opfer sind, dann sind wir generell Opfer, dann können wir nichts ändern. Klar, alles andere ist schuld, die Umstände sind so und ich muss mich dem halt fügen. Das heißt, ich kann nicht entscheiden, wie ich mich gerne entwickeln möchte. Ich kann nicht entscheiden, in welche Richtung mein Leben gehen soll. Nein, ich bin ja abhängig von anderen. Ich bin ja abhängig davon, wie vielleicht gerade die Umstände sind oder wie vielleicht die Situation ist. Das heißt, dadurch, dass ich mein Leben nicht in meine eigene Hand nehme, gibt es auch keine Entwicklung. Und in der Tat, letztendlich gebe ich mein Leben in die Hand von anderen. Das heißt, ich gebe Macht ab. Das müssen wir uns mal ganz klar bewusst machen. Wenn ich in der Opferrolle bin, entmachte ich mich. Auch über meine Emotionen, auch wie mein Tag verläuft, auch welchen Beruf ich ergreife. Ein ganz einfaches tägliches Beispiel. Also du bist im Supermarkt, jemand drängelt sich vor. Boah, das ist. Du regst dich auf, noch stundenlang später. So. Hast du da Macht über deine Emotionen? Oder die Person, die sie dir gerade vorgedrängelt hat? Die hat mehr Macht über dich als du. Die entscheidet, ob du wütend wirst oder aufbrausend oder empört bist und wie dein Tag verläuft. Nimm mal an, du fährst Auto und jemand nimmt dir die Vorfahrt oder jemand schlängelt sich da rein, wo er gar nicht rein dürfte. Boah, dann sind wir empört, wollen am besten den auch nochmal überholen und dann ärgern wir uns und auch unser Beifahrer, meistens dann die Frau vielleicht, sagt jetzt, lass doch mal, nein, das darf der nicht. Und dann tragen wir das noch mit uns in die Partnerschaft hinein. So, wer hat jetzt da wirklich Macht? Habe ich da Macht über meine Gefühle, über meine Emotionen?
Oder dieser wildfremde Mensch, den ich nie wiedersehen werde? Oder hat der Macht über mich? Oder nehmen wir mal an, dein Ex-Partner, Ex-Freund oder Ex-Mann. Also der hat übel mit dir mitgespielt. Und das ist immer noch, ich bin da immer noch empört, weil der hat das und das und das gemacht. Und das trägst du in die heutige Partnerschaft mit rein. Und das muss dann natürlich dein jetziger Partner ausbaden. Also, wer hat da Macht in dieser Partnerschaft? Du? Gestaltest du deine Partnerschaft so, wie du gerne möchtest, frei? Oder hat da vielleicht jemand anderer noch immer Macht über dich? Dein Ex-Partner, Ex-Mann, Ex-Freund, Ex-Freundin, Ex-Frau. Haben die noch immer Macht über dich? Und bestimmen die vielleicht sogar noch, wie du dein Intimverhalten steuerst oder wie du dich gibst, wenn? Ob du vertraust, ob du Nähe zulässt oder Intimität oder wie du im Streit bist. Also du siehst, wir geben Macht ab an andere Menschen, die sich gar nicht mehr um uns kümmern. Also wenn wir in der Opferrolle sind oder immer wieder uns selbst dort hinein argumentieren, ich kann gar nichts dafür, weil, dann trainieren wir uns selber, ja, wir können gar nichts ändern. Und du siehst, dann haben andere Menschen wesentlich mehr Macht über uns. Die bestimmen, ob wir uns glücklich fühlen, ob wir uns beseelt fühlen, wie wir unseren Weg gehen, ob wir zufrieden sein dürfen. Jeder darf dann über unser Leben bestimmen, nur einer nicht, nämlich wir selbst. Und das ist natürlich eine ziemliche Konsequenz. Also das heißt, du kannst gerne in der Opferrolle bleiben. Kein Mensch sagt, du sollst da bitte schön raus. Nee, ist eine Entscheidung. Aber die Konsequenzen tragen auch wir selber. Einmal, dass wir andere über unser Leben entscheiden lassen oder aber, ob wir tatsächlich unser Leben selbst gestalten. Also du siehst, die Nachteile, wenn wir in der Opferrolle sind, sind gewaltig. Denn alle anderen werden dann ihren Weg gehen. Aber du nicht. Du gehst den Weg, den man dir zulässt. Fühlt sich nicht gut an. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Opferrolle, also wenn wir unser Leben eigenverantwortlich gestalten wollen, es ist ganz wichtig, dass wir diese Rolle verlassen, damit wir tatsächlich eigene Wege gehen können. Und natürlich, die erste Frage ist, okay, ist super schön, würde ich ja ganz gerne, aber wie verlasse ich denn bitte schön diese Opferrolle? Also, der erste Punkt ist natürlich überhaupt, dass du anerkennst, dass du in einer Opferrolle dich befindest. Also wenn du eine dieser vier Merkmale, dass du gerne mit ein bisschen Selbstmitleid mit dir hast, dass du dich gerne trösten lässt, dass du gerne Schuldzuweisungen anderen gibst, dass du gerne Ausreden findest, oder was sage ich hier als vierten, oder wenn du alles persönlich nimmst, so, wenn du ein bisschen da sich so selbst reflektieren, wenn du dich da erkennst, dann akzeptiere und erkenne an, dass du in der Opferrolle bist. Ja, tatsächlich, ich bin in einer Opferrolle. Also immer, wenn du sagst, das Wetter ist so schrecklich, du jammerst viel, da kann man gar nichts machen. Oder meine Kindheit war so schlimm und deswegen bin ich. Also wenn du immer noch darin verharrst, wenn du ganz viele Weils bei dir hast, das ist so, weil, ich bin so, weil, alles, was nach diesem Weil kommt, sagt nichts anderes. Ich bin immer noch ein Opfer. Es ist lang vorbei. Die leben alle wieder friedlich oder sind gestorben. Aber ich bin immer noch in der Opferrolle. Und wenn du das anerkennst, ist schon der erste Schritt, dass du anerkennst, oh, Mist, genau. Ich verharre, ich bleibe in dieser Opferrolle. Ich argumentiere mich immer wieder dort hinein. Immer wieder sage ich, ich konnte das nicht machen, weil du, ach, wenn du mal wüsstest, was ich für eine Vergangenheit habe, dann verstehst du, warum ich das tue. Oder, oh, das ist alles so schlimm. Ja, 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 wie schön, wie schön. Oder wenn du Dinge persönlich nimmst, also diesen Autofahrer, der dich schneidet. Entschuldigung, den kennst du gar nicht. Was hat der mit deinem Leben zu tun? Hat der wirklich mehr Macht über dich? Also, wenn du einfach anerkennst, stimmt, das passiert mir auch immer wieder.
Dann hast du schon den ersten Schritt gemacht, weil du dir bewusst machst, ach so, das sind die Anzeichen einer Opferrolle. Ah, deswegen funktioniert vielleicht mein Leben nicht so, wie es schön wäre. Also der erste Schritt ist überhaupt, dass du anfängst, diese Opferrolle anzunehmen. Ja, mache ich. So. Und dann, wenn du darin dich befindest, in so einer Opferrolle, dann ist es ganz wichtig, dass du anfängst, eine Entscheidung zu treffen. Ich entscheide mich, aus der Opferrolle auszutreten. Alles beginnt immer mit einer Entscheidung. Ohne eine Entscheidung gibt es keinen Wandel, keine Veränderung. Ich entscheide mich jetzt. Punkt, Punkt, Punkt. Die Entscheidung ist das Wesentliche. Also ich entscheide mich, die Opferrolle zu verlassen. Und du kannst das machen, vielleicht hast du keine Ahnung, ein Tagebüchlein oder ein Reinschreibbüchlein, dann schreib das Datum rein. Ich entscheide mich jetzt, die Opferrolle zu verlassen. Dun, dun, dun. Und das ist eine Vereinbarung mit dir selbst. Weil auf diese Weise wird dir ganz bewusst werden, immer wieder, wenn du in Opferrollen hineinrutscht, das wird immer wieder passieren. Vor allem dann, wenn wir viele, viele Jahre, also eine lange Zeit bereits in Opferrollen verbracht haben, dann rutschen wir natürlich immer wieder rein. Klar. Na und? Nicht schlimm. Aber das Schöne ist, uns wird es bewusst. Immer mehr. Und immer mehr. Wir wissen ja, alles, was unbewusst ist, da haben wir keinen Einfluss drauf. Können wir nicht wandeln, können wir nicht transformieren. Aber alles, was wir ins Bewusstsein bringen, können wir transformieren, können wir verändern. Und allein, dass es uns bewusst wird, verändert bereits. Ganz interessant. In dem Moment, wo dir auffällt, oh, das war eine Ausrede, musst du übrigens niemandem sagen. Ne? Kann sein, dass du am Abend zu Hause sitzt und denkst, da habe ich ja auch nicht, mein Gott, zwei Ausreden heute gebraucht. Allein das bewirkt sozusagen die Entscheidung, die du gefällt hast, dass es dir bewusst wird. Okay. Und dann solltest du auch für dich ganz klar haben, dass du jederzeit für dich entscheiden kannst, am nächsten Tag anders zu sein und am übernächsten Tag auch. Das heißt, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir müssen nicht in der Situation verharren, wie wir sind. Und wir müssen auch nicht in unserem Verhalten bleiben, wie wir jetzt sind. Sondern das ist dein Ist-Zustand. Okay, ich entscheide mich, anders zu sein. Und du kennst es ja, wenn du irgendwann mal gesagt hast, oh, jetzt will ich Radfahren lernen, ja, dann war das auch nicht so, zack, hast du es gekonnt, sondern du bist gefahren, umgefallen, dann ging es ein bisschen, ups, dann warst du zu schnell, zu langsam. Und genauso ist es auch mit unserer Opferrolle, wenn wir da rausgehen. Das ist mal gut, mal weniger gut. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass du nicht denkst, oh, ich kann das nicht, das ist schon wieder die Opferrolle, sondern dass du tatsächlich sagst, okay, das war heute so. Und morgen entscheide ich mich, dass ich es wieder anders machen kann. Ja? Also, oder wenn du zum Beispiel, nimm mal an, du bist in einem Beruf, der dir überhaupt nicht gefällt. Ja? Und dann sagst du, naja, was soll ich machen? Ich kann ja eh nichts ändern. Ich kann doch den Job nicht einfach fallen lassen und so. So, dann kannst du auch für dich selber sagen, doch, kann ich. Ich entscheide mich dafür, dass ich jetzt eine Vision aufbaue für einen Beruf, den ich tatsächlich gerne haben möchte. Ich entscheide mich, einen neuen Job zu suchen. Ich entscheide mich ganz bewusst. Und du siehst schon, die Opferrolle sagt, naja, kann ich ja eh nicht ändern. Das ist jetzt so und das ist sicher und da mache ich nichts anderes. Und das andere ist, ich entscheide mich, einen neuen Weg zu gehen. Da musst du nicht sofort kündigen, aber du entscheidest und allein durch das Entscheiden übernimmst du plötzlich die Verantwortung, übernimmst du plötzlich Täterschaft, du wirst zum Schöpfer deines Lebens und du verlässt auf diese Weise die Opferrolle. Also überleg dir einfach mal ganz viele Beispiele, die vielleicht jetzt gerade in deinem Leben stattfinden. Ist es eine Partnerschaft? Ist es dein Beruf, ist es deine Wohnung, in der du dich befindest, dein Umfeld. So.
Dann sagen wir ganz gerne, oh, ja, kann ich ja eh nicht ändern. Okay, falls du jetzt gerade sagst, ja, das höre ich ja alles, Pierre, aber das kann ich doch nicht ändern. Ja? Dann überleg dir, ist das wirklich so? Oder ist einfach da ein ganz alteingesessenes Weil? Es geht ja nicht, weil. Und ganz oft sind diese Weils so fest verankert in uns, weil wir die so oft benutzt haben. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht ändern könnten. Natürlich können wir das ändern. Und deswegen ganz wesentlich, wenn dir das auffällt, mit was bin ich eigentlich nicht zufrieden in meinem Leben? Was gefällt mir eigentlich zurzeit nicht so? Und du dann plötzlich mit einem Weil ankommst. Naja, es gefällt mir zwar nicht, aber was soll ich machen? Es ist halt so, weil. Und dann weißt du, jetzt rutschst du wieder in die Opferrolle. So, dann lässt du dieses Weil bitteschön sein, nicht ausschreiben, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern das Weil kennst du schon gut. Sondern dann, ich entscheide mich auch, meine Türchen zu öffnen, um in eine neue, andere Richtung zu schauen. Ich entscheide mich dazu, vielleicht auch mal zu gucken, ob es andere Wohnungen gibt. Ich entscheide mich dazu, vielleicht, ob ich umziehen möchte, ob ich einen anderen Job mir suche. Ich entscheide mich vielleicht auch, eine Partnerschaft zu verlassen. Oder ich entscheide mich auch, mich wieder zu öffnen für eine Partnerschaft. Also du siehst, beides, da können wir bei beiden Opferrolle sein. Wir können in einer Partnerschaft stecken und eine Opferrolle sein. Wir können Single sein und als Single in eine Opferrolle stecken. Und wir können in beiden Situationen unzufrieden sein, wenn wir Opfer sind. Okay, dann, was super gut hilft, um ein bisschen die Opferrolle zu verlassen, ist immer dann, wenn wir die Perspektive mal ein bisschen wechseln. Also nehmen wir an, die Frau an der Kasse, ne, die sich da vorgedrängelt hat. So, normalerweise sind wir empört. Oh, unmöglich so. Also wir sind nicht Herr unserer Emotionen, sondern das bestimmt die Frau, die sich vorgedrängelt hat. So. Nun können wir uns aber einfach mal überlegen, also wir gehen jetzt mal gedanklich in die Perspektive der Frau, warum hat die das gemacht? Ja, vielleicht hat sie es wirklich eilig und ist unglaublich spät dran. Vielleicht sind ihre Kinder gerade zu Hause und krank. Oder vielleicht hat sie Durchfall und muss ganz schnell nach Hause. Also du siehst, es gibt tausend Gründe, warum sie das gemacht hat. Vielleicht ist sie unzufrieden mit ihrem Leben. So. Und wenn wir da hineingehen, dann entwickeln wir Verständnis. Und dann ist die Situation immer noch so, wie sie ist. Also die Situation haben wir nicht geändert. Aber wir haben unseren Blick darauf geändert. Und plötzlich ist alles wesentlich versöhnlicher. Wir sind nicht mehr Opfer, wir sind nur noch Beobachter. Naja, das passiert da jetzt gerade. Okay, das hat die vielleicht dringend nötig. Ganz interessant, auf Bali zum Beispiel. Da ist der Verkehr ja unglaublich chaotisch. Also jeder fährt irgendwie, richtige Fahrschulen gibt es ja da nicht und auch Führerscheine gibt es zwar, aber das ist einfach nur ein Papier, das man sich abholt. Also jeder fährt da irgendwie kreuz und quer. Und wenn ich da gefahren wurde, dann habe ich mich immer gewundert, warum der Fahrer so ruhig bleibt, obwohl da der reinfährt, der darf doch da gar nicht rein, der fährt bei Rot einfach rüber und fährt rein und ständig. Und dann habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, sag mal, ist doch komisch, ich meine, die schneiden dich da und die fahren dich da rein. Und dann sagte der, ja, aber wir auf Bali kümmern uns nicht darum. Wir wissen ja nicht, warum er das gemacht hat. Vielleicht hat er es eilig. Vielleicht muss er ganz dringend wohin. Das heißt, die haben automatisch diesen Perspektivenwechsel. Die steigen da emotional gar nicht ein. So, und du siehst schon, die Situation bleibt, wie sie ist, aber du bleibst ruhig und entspannt und plötzlich bist du Herr deiner Emotionen, Herr deines Lebens und kannst den Tag gestalten, wie du möchtest. Du trägst dieses Erlebnis nicht weiter mit dir mit. Es hat sich nichts verändert für dich, sondern deine Emotionen, die du an diesem Tag erleben möchtest, deine Erlebnisse, die du gerne haben möchtest, bleiben unverändert. Der nächste Punkt ist, dass wir beginnen sollten, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Also, alles, was geschieht, geschieht, weil es
Teil von dir ist. Es ist deine Überzeugung, es ist deine Meinung, die du in die Welt trägst und dementsprechend baust du dir ein Umfeld mit Menschen, die ähnlich gestrickt sind. Wenn dir Dinge passieren, dann passieren sie dir, weil du sie zu verantworten hast. Und es gibt nicht, ja, das kann ich verantworten, aber das nicht. Entweder kannst du alles verantworten oder gar nichts. Und auch da ist es so, ganz oft sagen wir, naja, aber weißt du, ich hatte doch diese Kindheit wirklich. Ja, auch da ist es so, da hilft uns, also mir hat zum Beispiel, ich meine, die Kindheit war auch nicht gerade grandios, mir hat es dann sehr geholfen, als ich gelesen hatte, Gott bildet seine Experten aus. Also ich habe dann einfach geguckt, okay, was hat diese Kindheit mir beigebracht? Was habe ich daraus gelernt? Welche Erfahrungen habe ich da gemacht? Und wie habe ich diese Erfahrungen verarbeitet? Und habe dann feststellen dürfen, dass all das, was ich bisher erlebt habe, hervorragend ist für das, was ich jetzt tue. Menschen, die auf mich zukommen mit ihren Problemen und Sorgen, die verstehe ich, die fühle ich. Ich kenne diese Situationen. Ich war auch da. Und da muss ich gar nicht mehr viel erzählen oder reden, sondern es gibt ein stilles Verständnis. Und deswegen kann ich zeigen, wie kommt man aus dieser Situation wieder heraus? Wie kann ich mich davon befreien? Also war es sehr, sehr hilfreich, dass ich so etwas hatte. Und dann bin ich alleine durch diesen Perspektivenwechsel auch da, aus meiner Opferrolle raus. Obwohl ich eine schwere Kindheit hatte. Und letztendlich kannst du es bei ganz vielen Situationen machen, auch wenn du in einer Partnerschaft warst, die vielleicht schlimm war. Auch da, was habe ich aus dieser Partnerschaft gelernt? Was weiß ich heute mehr? Was kann ich heute mehr? Und dann wirst du feststellen, dass da ganz viele Situationen plötzlich in deinem Leben sind, wo du anderen Menschen helfen kannst. Gott bildet seine Experten aus. Vielleicht bist du einer dieser Experten. Und wenn wir das auf diese Weise betrachten, dann können wir plötzlich Verantwortung übernehmen. Wir übernehmen ja nicht nur Verantwortung für die ganzen Kleinigkeiten, sondern auch für alles Größere, was gerade in meinem Umfeld passiert. Weil es passiert ja mir, also bin ich Teil dessen. Und das ist natürlich grandios. Weil wenn ich Verantwortung übernehme, dann kann ich auch mein Leben ändern. Jeden Tag. Ich kann nach links gehen oder rechts gehen oder rauf oder runter. Ich bin nicht ohnmächtig oder hilflos ausgeliefert. Ich gehe einfach meinen Weg. Aber ich übernehme auch die Verantwortung dafür. Und ja, nicht alles läuft gut. Manches läuft schief. Ja, aber es ist doch in meiner Verantwortung, wenn etwas schief läuft. Dann kann ich nicht mehr sagen, ja, aber der Verlag, da hat ja keine Werbung gemacht oder zur falschen Zeit. Du siehst, geht ganz einfach, Verantwortung auszulagern. Nee, es ist mein Leben und damit meine Bestimmung und damit meine Verantwortung. So, und dann gibt es natürlich noch Dinge, klar, die wir nicht ändern können. Klar, es kann sein, dass in der Familie, in der du dich befindest, viele Dinge sind, die nicht in Ordnung sind oder Umstände, in denen du dich gerade befindest, die du nicht ändern kannst. Doch, du kannst etwas ändern, du kannst es akzeptieren. Denn meist bekämpfen wir es. Also gerade Situationen, die wir nicht ändern können und die vielleicht schlimm sind, dann gehen wir erst recht in die Opferrolle rein. Wir jammern, wir suchen nach Mitleid, wir beschweren uns, wir lagern aus. Also all diese ganzen Merkmale, die eine Opferrolle hat. Aber das drängt uns immer tiefer in die Opferrolle hinein. Und deswegen ist es ganz wesentlich, nein, nein. Wir akzeptieren die Situation, wie sie ist. Denn wenn wir das tun, dann ist die Situation zwar da, aber ich kann entscheiden, wie gehe ich am besten mit der Situation um, damit es mir gut geht. Was mache ich mit dieser Situation, die ich nicht ändern kann? Dass ich beseelt bin in dieser Situation. Und plötzlich wirst du sehen, dass sich Lösungen anbieten. Warum? Ja, weil du Schöpfer geworden bist, weil du aus der Opferrolle raus bist, weil nicht mehr die Situation dein Leben bestimmt, sondern die Situation ist da, aber ich bestimme mein Leben innerhalb dieser Situation. Das ist ein Riesenunterschied. Und dann gibt es noch einen ganz wesentlichen Punkt. Klar, wir haben schon über Selbstmitleid gesprochen. Menschen, die in der Opferrolle sind,
zeigen gerne Selbstmitleid. Warum? Weil sie wenig Selbstwertgefühl haben. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass wir an unserem Selbstwertgefühl arbeiten. Ganz, ganz wichtig. Also tatsächlich, schau dir Kurse an. Komm zu Happiness House, bei uns, bei unserer Plattform, bei unserer Persönlichkeitsentwicklungsplattform. Happiness House, da gibt es ganz viele Menschen, die ebenfalls an ihrem Selbstwert arbeiten und an ihrem Selbstwertgefühl arbeiten. Und wir helfen da auch ganz stark, ganz intensiv. Also falls du ein Thema hast mit deinem Selbstwertgefühl, dann komm zu Happiness House. Da bist du prächtigst aufgehoben. Und da arbeiten wir alle, dass genau dieses Selbstwertgefühl, die Selbstakzeptanz, die Selbstliebe gehoben wird. Und Menschen in der Opferrolle haben meistens kein starkes Selbstwertgefühl. Und wenn wir das stärken, wenn wir das aufbauen, dann fühlst du und spürst sofort, dass du ganz viele Dinge tun kannst, um dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Nichts anderes ist es, wenn wir die Opferrolle verlassen. Ich nehme mein Leben jetzt selbst in die Hand. So, jetzt hast du ganz viele Punkte erfahren, woran du die Opferrolle erkennst. Woran wir vielleicht bei uns selber das so ein bisschen erkennen, wie wir die Opferrolle verlassen können und wofür es sich lohnt, diese Opferrolle zu verlassen. Warum? Weil du Schöpfer bist. Ein grandioser, wundervoller Schöpfer. Und du die Welt ebenfalls gestalten möchtest, so wie ich. Wir alle wollen die Welt gestalten, jeder von uns. Jeder von uns möchte eine gewisse Sinnhaftigkeit im Leben haben. Und die erfahren wir, wenn wir die Opferrolle verlassen. Die erfahren wir, wenn wir tatsächlich gestalten. Dein ganz persönliches Leben. Und du weißt, wenn du dein Leben gestaltest, dein Leben in die eigene Hand nimmst, dann zeigst du allen anderen, wie wundervoll es ist, das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Dann bist du Vorbild für andere. Und plötzlich weitet sich das aus. Und plötzlich gibt es ganz viele Menschen, die die Opferrolle verlassen. Und vielleicht bist du jetzt einer davon. Wenn das Video dir gefallen hat, dann teile es mit ganz vielen anderen. Gib mir einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schreib in die Kommentare hinein und ich hoffe dann ganz viel von dir zu lesen, wie es ist, Täterschaft zu übernehmen. Und dann erfahre ich wahrscheinlich ganz viele Erfolgsgeschichten von dir. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Pierre.